Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mundaun. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge bin ich ganz schön verzweifelt, denn ich habe einfach nicht weiter gewusst. Erstmal vielen lieben Dank so rum für die hilfreichen Tipps. Ich blende sie gleich mal ein. Es freut mich wirklich sehr, wenn Menschen mitmachen und versuchen mir weiterzuhelfen und generell auch Kommentare dalassen. Deshalb wirklich danke. Und zwar, ich bin jetzt hier schon mal ein bisschen rumgelaufen, hab noch gesucht. Dann hatte ich ja den einen Tipp, den ich gerade eingeblendet habe, dass ich halt erstmal zwecks der Kanone gucken soll. Dachte mir aber erstmal so, naja, aber wir können ja noch nicht da hoch die Straße freiräumen. Und sagte mir jedes Mal, hey, du solltest dich erstmal um den Kopf kümmern. Und im Tagebuch ist es ja auch so angeordnet wie erstmal das und dann Straße freiräumen. Naja, da ich jetzt nicht nochmal 3 Folgen damit verbringen wollte, hier unnötig rumzulaufen, habe ich mir jetzt mal von einem anderen YouTuber ein Video dazu angeguckt. Und zwar ist es eigentlich nur eine Kleinigkeit, die gefehlt hat. Und zwar hätten wir im Bunker tatsächlich durch die andere Tür durchgehen müssen, wo wir die Kanone kriegen. Und dann lädt das Spiel anscheinend, weil im Video habe ich gesehen, direkt an der Heustation, komplett offensichtlich, stehen die Geißen und du kriegst den Kopf, sodass man es überhaupt nicht übersehen kann. Und ich habe hier jeden Millimeter untersucht. Oder abgesucht. Naja, was soll's, Fehler passieren. Auf jeden Fall danke erstmal für die Tipps. Das hat mir dann doch sehr weitergeholfen und mich nochmal zum Nachdenken angeregt, dass wir das hätten vielleicht doch zuerst tun sollen. Und dann habe ich mir einfach noch mein Video angeschaut. Weil ich mir jetzt dachte, bevor ich durch den Bunker renne und mich wieder 1000-mal verirre auf der Suche, dann wenigstens jetzt gleich einmal richtig die Lösung, dass wir hier auch vorankommen. Ah, der hat mich doch noch gar nicht gesehen. Beruhig dich. So, Mann, wir sind noch falsch. Wir müssen ja hier übers Wasser. Entschuldigung. Und zwar hat er nämlich der liebe Walter uns einen Schlüssel gegeben. Direkt die Tür hinter ihm, oder vor ihm besser gesagt, hinter uns, wenn wir mit ihm reden. Da war ja noch eine, die wir nicht aufgekriegt haben und die hätten wir durchgehen müssen. Ich war halt ein bisschen voreilig, ich habe einfach nur gelesen, ey, den Kopf an der Heustation holen, alles klar. Bin wieder rausgewatschelt. Hätte man vom Spiel vielleicht auch so machen können, dass man gar nicht erst rauskommt, sondern da steht, huh, ich sollte mich erstmal um was anderes kümmern. So wie es jetzt halt mit dem Kopf war. Aber ich möchte auch gar nicht meckern. Erschreckt mich jedes Mal wieder davor. Dafür ist das jetzt auch schnell erledigt. Und dann kann es hier endlich weitergehen. Ich dachte wirklich schon, ich bin bekloppt. So, wo mussten wir lang? Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich müssten wir ja hier die Schatten des Walters sehen. Aber hier war die Tür, das ist schon mal ganz gut. Da sind die jetzt echt weg. Moment. Hier ging es nicht weiter. Ich glaube, die Schatten sind weg. Spiel hat wahrscheinlich einfach nicht damit gerechnet, dass jemand direkt einfach wieder rauslatscht. Wow, was war das? Es hat mich erschrocken. Ich glaube, wir waren ganz kurz außerhalb des Bunkers. Gott, was höre ich denn hier? Ich hoffe nicht, dass wir hier jetzt irgendeinen Mist gebaut haben, dadurch, dass wir raus sind. Dass es hier im Bunker irgendwelche Gegner gespawnt hat, die eigentlich noch nicht hätten da sein sollen. Ach genau, hier ist das Ding, also müssen wir hier links. Das weiß ich noch. Und dann müsste eigentlich der Walter hier vorne gleich irgendwo kommen. Da ist er. Und die Tür hier ist es. Sorry, falsch. Auch nicht. Der war's. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob Walter uns den Schlüssel gegeben hat oder ob wir den irgendwo gefunden haben. Ich hab's nicht mehr in Erinnerung, aber auf jeden Fall hätten wir hier lang erstmal gemusst.
Das war des Rätsels Lösung. Ein ewig langer Gang. Gott, ich hätte es nicht sagen sollen, es wird viel schlimmer gleich. Im Tipp stand auch, dass wir das hätten auf dem Bunkerplan gesehen. Wir haben den ja mittlerweile. Muss ich mal kurz schauen, wo er ist. Einfach nochmal der Vollständigkeit halber. Hier kommen wir rein. Wo ist denn... Ist hier unten weiter. Die 4 ist Labyrinth. Die 3. Ah, hier ist dann die Kanone. Alles klar. Also wir laufen vermutlich gerade... Wir sind hier gerade die langen Treppen. Müssten jetzt hier irgendwo sein. Okay, alles klar. Ja, hätte man auch auf dem Bunkerplan gesehen. Wir müssen natürlich nicht die Kanone holen, wir müssen sie bloß abfeuern. Habe ich mich eventuell falsch ausgedrückt, Entschuldigung. Wir haben hier nochmal den Bunkerplan. Und das Brote? Ah, ja, genau, das sind Brote. Das sind natürlich Kanonenkugeln, Entschuldigung. So. Wir können mal eine kurze Zwischenspeicherung einlegen. Dann könnten wir uns eigentlich hier an die Kanone ranwagen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon geladen ist. Ich kann links und rechts, das geht. Geht auch nach oben. Geht auch. Gute Frage, wie hoch wir schießen müssen. Na, etwas zu hoch. Sieht besser aus. Ich sollte vielleicht anfangen beim Winterdienst. Scheiße mal auf Straße streuen. Basteln uns einfach ein Auto mit so einer Kanone drauf, fahren durch die Straßen und schießen alles ab. Hier ist zwar schon frei, aber ich möchte das doch nochmal nutzen, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben. Passiert hier noch was? Oh, oh, oh. Haben wir jetzt den Eingang kaputt gemacht? Nö. Ich würde gerne mal noch wissen, was passiert, wenn ich hier gegen die Mauer schieße. Wir sterben. Hat noch nicht gereicht. Okay, gut. Reicht. Machen wir noch das Licht an. Und dann geht's auch hier schon raus. Lasst mal schauen. Wir haben die Seilbahn, wir haben die Brücke, Aussichtspunkt und Honig nach links. Ach, geil. Ah, das ist ein... Ah, scheiße. Imker, 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 Imker. Zieht das Ding an. Ach, du Scheiße. Tür zu. Tür zu. Okay, sie sind erstmal weg. Ich glaube, wir können die Tür nicht zumachen. Ich muss auch unbedingt die Pfeife. Ich wollte eigentlich nochmal zu dem Aussichtspunkt. Aber ich glaube, das ist einfach derselbe, auf dem wir schon waren, weil wir haben ja effektiv auch alles hier in der Gegend, glaube ich, erkundet. Ach ja, wäre so schön einfacher gewesen. Einfach da oben langlaufen, wir hätten direkt aus dem Bunker gefunden. Wir hätten keine Folge verschwendet, aber naja, was soll's. Ich bin ja schon mal froh, dass ich nicht so doll auf dem Schlauch stand. Ich hatte schon mit etlichen Kommentaren gerechnet, wo ich beleidigt und gedemütigt werde, wie ich so dumm sein kann, aber nein, zum Glück nicht. Waren wir in der Hütte hier schon? Doch nicht die Steinhütte, ne? Überlege. Wo? Sehe keinen Imker. Ach doch, da unten. Mist, ich wollte mal in die Hütte hier schauen. Weil die Steinhütte, in der wir geschlafen haben, war ja da hinten. Wir sind ja von dort gekommen, ne? Ja, ist doch gut. Aber nicht mal eine Minute mal in Ruhe ein bisschen rumgucken. Ah, wir könnten... Können wir das Gewehr ausprobieren?
Und das hat man eh vor. Ich will mal gucken, ob das gegen die Imker hilft. Ah, irgendwie nicht. Ah, gib mir die Pfeife, gib mir die Pfeife. Ja, also irgendwie ist das Gewehr ziemlich Mist. Kommen wir hier lang? Kommen wir da unten dann wieder raus? Aber eigentlich müssten wir ja oben zur Seilbahn. Ich würde eigentlich lieber hier oben lang laufen. Müssen wir halt den einen Imker mal ein bisschen umlaufen. Aber in das Haus würde ich dann ganz gern schon noch reingucken. Ich weiß halt gerade nicht, wo der hin ist. Sehen halt einfach gar nicht mehr. Egal, dann gucken wir jetzt mal schnell hier rein. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Gibt's hier Licht? Hä? Alter. Scheiße, was denn hier passiert? Oh, ich bin voll erschrocken. Oh oh. Dietmar. Nein, Dietmar. Hängen wir jetzt auch hier wie so ein Fleischding da? Kann ich irgendwas tun? Ich glaube, wir sind abgerissen. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich möchte mich nicht rumdrehen. Wir können hier nichts aufheben. Hier können wir nichts machen. Bisschen Gewehrmunition, das ist ganz gut. Das ist bloß ein Feuer hier. Gut, also schnell wieder raus. So, wir haben ja eine Laterne. Habe ich ganz vergessen, Entschuldigung. Nee, also ich sehe nichts weiter. Hoffe nicht, dass der jetzt vor der Tür steht. Ich habe mich gerade vor diesem Ding da erschrocken. Warum auch immer. So, wir nehmen einmal die Pfeife. Und dann aber schnell weg hier, was auch immer das war. Denke mal, der alte Mann war es nicht. Mal ganz ehrlich, der könnte uns wahrscheinlich auf viele verschiedene Wege umbringen, aber nicht so stupide wie gerade eben. Das ist, glaube ich, nicht seine Art. Ach, und er raucht nicht, wenn ich die Laterne in der Hand habe. Natürlich. Nee, hier wollte ich nicht runter. Einmal bitte hier lang. Geht weg. Fast runtergefallen. Weiß nicht, steht da hinten was? Nimm mal das Fernrohr. Nö. Na gut. Weiß gar nicht, ob wir das Haus, ob wir das am Anfang einfach übersehen haben. Ob das jetzt auch schon passiert wäre, dass wir überfallen werden, wenn wir gleich direkt am Anfang da reingegangen wären. Bestimmt. So, und jetzt lass bitte die Geist dort stehen. Das sieht gut aus, schaut mal. Und ich habe hier jeden Zentimeter abgesucht. Wahnsinn. Wo ging's denn hier raus? Hier unten, ne? Jo. Ich fand die Idee mit dem Heuaufladen gar nicht schlecht, aber leider war es nicht des Rätsels Lösung. Schaut mal. Wie offensichtlich. Hallo Florina. Gib mir den Kopf. Ach schön. Nochmal streicheln. Ich kann nicht streicheln. Wollte ich eigentlich nochmal streicheln. Hallo Florina. Ja, man, il pet. Chi du essest tornà al bunker, che avessi bossi gir. Adia, Florina. Ich glaube, die macht sich überhaupt keine Sorgen. Dass hier irgendwas nicht sicher sein konnte. Ich glaube eher, die Strohmänner und Imker rennen vor ihr weg. So wie sie immer guckt.
Warum es aus meinem Rucksack mäht? Na warum wohl? Wir haben den Kopf einstecken. Hallo, Alegria. Ach, schön. Ti è stata la partita, come tat assegnava von Biarzons quel pact. Ai, e na dat mi slat ciot al sudaz. Walter, nu dere in bun, corporal, ma al dere mis patrun. Ed è dere sia preferida. Ciai es abbiau su enter la lavina. El e vedat deis diz per paiar lur debits. No, stuain osir in quel lö, in se scuol. Forse ti pudene tnir su? Nus cinciam vi ne vom plitard. Quai feina. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mir ein Geistkopf mal noch die Geschichte erklärt. Irgendwie viel mehr als alle anderen bisher. Hallo ihr Süßen. Und ich streicheln jetzt? Ja, ist gut. Du auch nochmal. Und dann geht's hoch. Wir nähern uns dem Gipfel. Ja, ja, Skaura. Aha. Ilmeon. Perduna. Ach, die mögen sie nicht. Haben auch noch Ansprüche. Gut, hier drin steht unser Mufel. Wir fahren hoch. Wir nähern uns dem Gipfel, wollte ich sagen. Wird in der Höhle eingesperrt, der alte Mann. Wir wissen noch nicht genau, was die Schuld war. Aber das wird sich wahrscheinlich jetzt auch zeitnah bald herausstellen. Die Straße ist frei, wir fahren hoch. Und dann bin ich mal gespannt, was uns noch erwarten wird. Ach schön, einfach freigeballert. Licht könnten wir tatsächlich anmachen. Denkt zwar fast, es wird ein Ladebildschirm kommen. Und es kommt natürlich auch einer. Aber hey, wir haben es endlich geschafft. Wir sind wieder eine Etage weiter, ein Gebiet weiter. Ich denke mal fast, es wird das letzte sein. Aber mal schauen, ob der alte Mann uns jetzt zeitnah begegnet. Sieht erstmal hübsch aus. Zur Gipfelregion hochfahren. Wir haben eine Seilbahn. Sieht zumindest erstmal ein bisschen friedlich aus. Dadurch, dass hier alles so ein bisschen hell ist. Besser als das Gebiet davor. Das mit den Imkern, das habe ich irgendwie nicht so gemocht. Also rein von der Stimmung her. Schön war es natürlich trotzdem, aber... etwas unheimlich. Wir haben hier die Hochseilbahn. Es gibt einen Schlittenverleih. Eine Rösterei. Können wir denn... warum sind wir denn gerade so langsam? Ist das am Schnee? Das wissen wir doch schon. Wir können hier die Seilbahn anschalten. Dievja, grande truge sil runal questa notte. Sonda, durant meu survegge de notte, ai au puspeveu la gondla stira. Die dunkle Gondel. Na, wenn da mal nicht der alte Mann drin saß. Wir legen nochmal eine kurze Zwischenspeicherung rein, weil wir sind gleich schon wieder an einem Folgenende angelangt. Ich würde jetzt nochmal kurz... die Seilbahn anschalten, aber es klappt natürlich nicht auf Anhieb. Wer hätte es erwartet, den Lift aktivieren. Und wie wir das machen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.